Willkommen zurück zum Radsportmanager YouTube Abonnententeam. Wir sehen hier Leon Höhle in grün, obwohl wir überall natürlich Zweiter sind. Das ist zum Kotzen, wer den Sprint letzte Folge gesehen hat und ich möchte euch geraten haben, dass ihr das getan habt. Nein, Quatsch. Der weiß, dass ich mal wieder versagt habe im Sprint. Aber naja. So, Marvin Keil, also Rajovic für Wildinger, der sich auch mal gleich ein wenig nach vorne begibt. Marvin Keil bekommt Komisarek zur Seite. So richtig fit ist er immer noch nicht, der Marvin. Und Steffen Wissemann macht vorne ein bisschen Tempo mit. Und damit wäre die Taktik auch wieder klar. Wildinger ist jetzt schon vorne. Immer noch ärgerlich. Also ich ärgere mich gerade wirklich immer noch über diesen blöden Sprint. Und Marvin Keil fährt auch wieder zu weit hinten. Einen Moment später in den Wind fahren und dann haben wir auch den Nikias Arndt im Sack, aber ich habe es wieder vermasselt. Also das Timing fehlt mir da komplett. Es nagt an mir. Aber nur wenn man kritisch rangeht, kann man da auch rauskommen. Und wir werden heute gewinnen im Sprint. Jetzt habe ich es gesagt. So, Leon Höhle hat aber schon einen Beschützer. Ja, Marcel Wüst ist da. 14 Punkte haben wir. Wir sind zeitgleich mit dem Führenden, aber es spricht ja eher dafür, dass es keine Zeitbonifikation gibt, oder? Nee, fast alle sind zeitgleich. Mit drei Fahrer rausgefallen. Streikjov, Skotzen. Ich glaube, beim Skotzen kriege ich immer Skotzen. Ach, ja. Oh Gott. Wissemann mal wieder Wasser. Der ist ja der Mann für alle Fälle. Drei Ausreißer vorne weg. Sollte eigentlich nicht das ganz große Problem sein. Da kann man dann einfach das Tempo hinten raus erhöhen. Sieht sehr flach aus, beziehungsweise geht sogar leicht bergab die letzten Kilometer. Wird also ein hohes Tempo gefahren werden. Ich würde mich jetzt mal wieder klassisch ein bisschen zurückhalten. Vielleicht hänge ich mich wieder an Nikias Arndt dran. Einfach nur, um zu beweisen, dass ich aus seinem Windschatten raus gewinnen kann. Leon Höhle hat eine Plus 3 heute. Also keine Plus 5 wie gestern, wo ich es vermasselt habe. Was ich nochmal erwähnen möchte. Fahr mal ein kleines Stück weiter vor. Okay, reicht. Okay. Rastert gleich raus. So, einmal Wasser holen wäre, glaube ich, noch eine ganz gute Idee. Ausreißer sind immer noch 3 Minuten weg. Das Feld ist natürlich auch nicht besonders groß. Ich glaube, wir müssen da ein paar einspannen. Komisarek hat eine Plus 5. Den brauchen wir ja nicht unbedingt bei den Helfern. Wildinger, was war das denn für? Was hat Wildinger denn gerade da unten gemacht? Habt ihr das gesehen? So wie bei GTA 5. Die Geste war schon sehr eindeutig, zweideutig. So wie sie. Jetzt machen wir hin. Bringen dem Komisarek auch noch eine Pulle. Und dann können wir auch dir die 75 geben. Wen können wir denn noch? Ach, weißt du was? Marvin Keil können wir eigentlich auch mal gerade mit in die Führungsarbeit mit reinnehmen. Dann sollte der Vorsprung da vorne auch relativ schnell schmilzen. Ja, oder auch nicht. Macht sowieso gerade ein Lampre-Fahrer-Tempo. So, Leon Höhle plus 5. Das ist doch zum Kotzen. Entschuldigung, es war jetzt sehr laut ins Mikro, aber es ist aber einfach zum Kotzen. Ich will keine plus 5 haben, ich werde da eh wieder nur Zweiter. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mich über eine plus 5 ärgere. So, 1 Minute 30. Die anderen machen das eigentlich gut da in der Nachführarbeit. Dieser Rajovic, immer wenn es nichts bringt, hat Dusan Rajovic eine Spitzenform. So, mal, wie sieht es bei Marcel Wüst aus? Ja, geht doch eigentlich noch prima. Dann fahren wir halt erstmal ein bisschen später nach vorne und sprinten dann unser Ding da durch. So, 10 Kilometer. Jetzt sollte ich allerdings mal ein Stück nach vorne fahren. Vor allem erstmal dort rauskommen. Und wir sind mal ein bisschen eingeklemmt. Fahrt doch mal schneller, Komisarek. Wie groß ist der Abstand? Na, 32 Sekunden. Nein, falscher Fahrer. Da.
So, Marcel Wüst hängt sich da noch vorne dran. Und jetzt fahren wir den Laden einfach selber. Boah, da ist aber einer richtig hingesprintet. So, den Hude. Uiuiui. Das ist nicht so clever. Weil wir den roten Balken gerade wegfahren. Müssen wir langsam mal raus. Oh, jetzt fährt er uns genau vors Rad. Willst du mich verarschen? Was für eine fiese Blockaktion war das denn? Nikias Arndt gewinnt wieder. Aber habt ihr das gesehen, wie der uns weggeblockt hat? Aber gut, wir werden Zweiter. Ich gebe es auf. War wieder Kacke gemacht von mir. War einfach nur richtig Kacke gemacht. Ich hasse es. Mach weiter. Mach weiter. Mach weiter. Ich will hier... So ein Scheiß, ey. Aber wie der uns weggeblockt hat, das war schon ein bisschen fies. Aber war trotzdem schlecht gemacht. Ich hasse es. Ja. Tut mir leid, aber das ärgert mich jetzt einfach. Das war wieder saublöd gemacht. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Und dann halte ich mich nicht mal an... Ich habe ja durchaus Ahnung vom Radsport. Wie man das normalerweise machen sollte. Und bei... Hier. Bei Alpecin klappt's ja. Boah, ist das ärgerlich. Richtig dumm gemacht. So, jetzt geht's endlich wieder in die Berge. Können wir uns mit Cristiano Wildinger um den Gesamtsieg kloppen. Ich hoffe mal, dass das klappen wird. Ich würde natürlich lieber die Tour de Romandie fahren. Joe Martin Stage Race. Sagt mir nichts. So, wir gehen auch direkt rein. Boah, ich krieg echt das Kotzen. Ich meine, wie gesagt, selbst wenn der uns nicht weggeblockt hätte, ich meine, ich war 3 Kilometer vorm Ziel schon alleine unterwegs und hatte den roten Balken ein wenig kaputt gefahren. Das ist ja saudoof. Bitte schreibt doch einfach mal Florian Liegel in die Kommentare. Ich glaube, das habe ich mir verdient. Na, die Konkurrenz ist nicht schlecht. Sergio Garcia mit einer 78. Jan Hirt mit einer 77, also es wird kein Selbstläufer. Es sind nicht viele Fahrer am Start, aber schon ein paar gute. Und Nikias Arndt ist mein persönlicher Hassfahrer ab jetzt. Bestimmt ein ganz netter Kerl, aber ist mir wurscht. So, das ging relativ fix vom Ladebildschirm her. Heute ist Wildinger natürlich im besonderen Fokus. Marcel Wüst und Leon Höhle. Ist eigentlich egal. Und den Rest lasse ich mal Tempo machen. Auch den Page, den wir jetzt noch gar nicht eingebunden haben, so richtig. So, Jan Hühle fährt schon vorne. Wo ist der gut aussehende Cristiano? Da haben wir es doch. Ach, krieg's kotzen. Immer diese blöde Bergankunft mit 8 Minuten Vorsprung. Wir machen hier den Floyd Landis Gedächtnisritt. Nein. Also, ich weiß selber, dass es Kacke war und ich weiß auch, wie man es eigentlich machen müsste. Aber irgendwie, ich weiß es nicht. Es ist einfach eine Blockade. Eine Sprintblockade. Die Sprints letzte Saison waren ja gar nicht so schlecht. Aber hier zweimal mit plus 5. Ich möchte das nochmal betonen. Mit plus 5. Nicht gewonnen. Und noch den zweitbesten Sprinter am Start. Also ich weiß nicht, wie Nikias Arndt in Form ist, aber Leon Höhle ist in Spitzenform. Besser kann Leon Höhle nicht in Form kommen. Das ist zum Mäusemelken. Also wirklich. Also Mäuse bei Stadio Valley melke ich ja durchaus die Ziegen und die Kühe. Uns hat auch noch einer Quizduell gespielt. Verliere ich wahrscheinlich auch noch. Es ist einfach zum Kotzen. Nein, okay. Jetzt da werden wir auch drüber hinwegkommen. Jetzt holen wir uns Selbstvertrauen in den Bergen. Und vielleicht können wir ja doch mal einen Sprint gewinnen bei der Türkei-Rundfahrt. Die Etappen werden jetzt auch gar nicht so lange gehen, weil wir auch immer mit achtfacher Geschwindigkeit ein bisschen durchbrausen.
Und der Berg der ersten Kategorie wird auch noch nicht so schnell gefahren werden. So, Kommissarek schicke ich mal einen Kasten Wasser holen. Wenn er nicht rausfallen würde, wäre natürlich auch noch schön. Portugiesischer Meister ist dabei. Sind schon ein paar gute Jungs hier am Start, haben wir ja auch eben gesehen. So, Wildinger zeigt der Pfeil momentan nach oben. Dass das nicht immer ein Indikator für gute Tagesform ist, das wissen wir auch. Mal schauen, was er bekommt. Momentan noch nichts. Ja, er bekommt relativ spät anscheinend seine Tagesform. Plus 1. Rajovic wieder plus 5. Das kann eigentlich ganz gut sein. Dann können wir mit Wildinger das konstant das Tempo hochfahren und vielleicht ja sogar Dusan Rajovic mitnehmen. Das wäre cool. Dusan Rajovic eine 74 am Berg. Wildinger eine 77. Da haben wir ein gutes Doppelgespann. Marvin Keil wird heute, glaube ich... Nee, das ist zu steil für ihn. Am Berg zwar auch eine 72, den könnte man da auch noch ganz gut mit einspannen. 33 Fahrer nur noch dabei. Okay, das war jetzt auch übrigens schon der Berg der ersten Kategorie. Kommissarek ist noch dabei, Tempo also nicht allzu hoch. Aber da sind einige Fahrer rausgefallen, unter anderem Marcel Wüst ist rausgefallen und Steffen Wesemann, die jetzt hier hinten aber kein Tempo mehr machen. Ach, guck mal, er ist wieder da. Er ist wieder da. Entschuldigung. Hol dir nochmal eine Pulle. Und dann sind auch eigentlich fast alle wieder zusammen. Dann geht es auch gleich schon in den Anstieg. So hat sich jetzt auch manifestiert. Ausreißer sind keine mehr weg. Tempo müssen wir jetzt gar nicht unbedingt mega hoch machen. Können es aber mal ein bisschen schneller machen zumindest. Damit da keiner auf komische Ideen kommt. Ja, auf 75. Christiane Wildinger weiterhin bei von Rajovic und Wüst müsste ich wieder für Höhle geben, aber ist jetzt auch wurscht, die werden Zeit verlieren am letzten Berg. Da führt kein Weg dran vorbei. So, 20 Kilometer noch, es dauert noch ein bisschen, deswegen können wir es mal schneller stellen. Nikias Arndt werden wir, denke ich, mal abhängen. Und wenn nicht, dann hole ich ihn mit meinem Biathlon-Gewehr vom Rad. Mit Schussspezialist natürlich, oder Schießspezialist. So, jetzt geht es gleich in den Anstieg. Dann würde ich sagen, was ist denn mit Kommissarek eigentlich los? Der ist so gut drauf. So, die haben jetzt mal Feierabend. Marvin Keil macht jetzt, verausgabt sich jetzt nochmal und macht ein hohes Tempo. Er sollte das Ganze schon mal so leicht auseinanderziehen können. Macht ein sehr hohes Tempo, würde ich sagen. Dann haben wir hier ein Dreiergespann. Wir haben einige Probleme. Nikias Arndt muss da jetzt schon in den Sprintmodus gehen. Wird, denke ich mal, gleich rausfallen. Allerdings Marvin Keil auch. Dann können wir aber mit Wildinger losbrausen. Aber noch macht der Keil das gut. Eigentlich eine ganz gute Taktik. Dann haben wir dahinter Grambia, Denifl. So, jetzt ist er gleich allerdings durch. Dann machen wir kurz Pause. Jetzt ist er durch. Dann kommt jetzt Wildinger. Es sind noch 7 Kilometer. So, jetzt geht's los. So steil ist das Ding auch nicht. Mal schauen, oben wird es steil. So, Rajovic sollte mal sein Gel nehmen. Er macht jetzt quasi hier die Führungsarbeit. So, und jetzt sind wir allein. Da haben wir alle anderen platt gefahren. Da kommt Hirt, der allerdings auch nicht mehr so frisch aussieht. Jetzt kommen, wie gesagt, die Steinpassagen. Ich gehe mal ganz leicht runter. Rajovic wird gleich weg sein. Rajovic soll sein eigenes Tempo hochfahren. Genau. Und, ja, das sieht gut aus für Rajovic. Weiß nicht, ob er es schafft da ins Ziel, weil er jetzt hier auch der rote Balken weggeht. Und wir können hier höher gehen. Wir doch noch ein höheres Durchschnittstempo sogar fahren können.
Aber das ist ein sehr souveräner Sieg. Ich weiß nicht, Rajovic wird jetzt noch eingeholt, wahrscheinlich. Naja, muss ja auch nicht sein. So, wir sprinten hier richtig hoch. Die beste Armstrong-Zeiten holen wir uns hier locker den Sieg. Sprinten noch und sind platt. Also eine Punktlandung. Und wir gehen immer mal zu Dusan Rajovic, der jetzt dann doch eingeholt wird. Aber sehr, sehr gute Leistung. Das könnte Platz 3 werden für Rajovic. Wenn da jetzt keiner mehr an ihm vorbeisprintet. Nee, super. Sehr, sehr gute Leistung. Rajovic wird Dritter. Marvin Keil, ganz super Arbeit geleistet unten im Berg. Hat sich jetzt auch hier eine Pause gegönnt. Super Leistung. Leon Höhle kommt etwas später ins Ziel. Marcel Wüst ist platt. Leon Höhle geht's prima. Da sieht man mal, wie unterschiedlich die Gemütslagen doch sein können. Aber das muntert mich ein wenig auf. Trotzdem machen wir jetzt die nächste Etappe noch. Ich weiß gar nicht, ob es da wieder in den Sprint oder in den Hügel reingeht. Wäre vielleicht was von Marvin Keil. Wie gesagt, heute sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Gut, dass wir ihn unten haben Tempo machen lassen. Dann abgelöst quasi durch Dusan Rajovic, der sich weiterhin vor Wildinger gespannt hat. Und das war sehr souverän, vor allem perfekt getimed mit der Kraft. 1,5 Minuten Vorsprung. Ich denke mal, die Türkei-Rundfahrt nimmt uns auch keiner mehr. Rajovic auf 3. Den müssen wir auf jeden Fall die nächsten Tage dann immer noch weiterhin mitbringen. Gesamtwertung, ich meine, das Trikot steht uns doch. Es passt doch wie angegossen. Farblich. Jetzt sind wir 2 Punkte dahinter. Ich will nicht sagen, warum, aber ich tippe mal darauf, weil wir jetzt mal Zweiter geworden sind. Gut, aber 2x2, 1x1 jetzt bislang bei der Türkei-Rundfahrt. Da kann man durchaus auch schlimmer auf die Schnauze fallen. Aber die Sprints waren trotzdem schlecht. Wir bleiben dabei. So, Gesamtwertung sieht natürlich genauso aus wie die Etappe. Nikias Arndt ist, denke ich mal, relativ weit zurückgefallen. Der Sack, wo ist er? Da, auf Platz 33, also 32. jetzt in der Gesamtwertung. Schauen uns mal die Platzierungen an, die bestimmt gut aussehen. Gerade Continental sind wir damit auf Platz 3 vor, beziehungsweise, ja, weiß gar nicht, ob wir damit jetzt vor sind, aber 16. im CQ, da haben wir also einen Platz verloren. Die Mure de Bretagne nach Douarnenez. So, Tour de Romandie. Wie gesagt, ich wäre da so gern mitgefahren. Wir hätten Wildinger in Spitzenform bei der Tour de Romandie gehabt. Das wäre so schön gewesen. Aber jetzt müssen wir halt die Hügeletappen fahren. Mal schauen, was macht Marvin Keil. Rhythmus ist okay, Frische ist durchschnittlich, also immer noch nicht wirklich gut. Muss man mal schauen, ob man am letzten Berg attackiert. Ansonsten hauen wir halt den Wildinger raus. Der macht's ja auch. Oder wir fahren Sprint. Nee, Sprint mache ich nicht. Also hier wird attackiert. Sprint wird nicht gemacht. Das lassen wir. Können uns vielleicht die Sprintwertung holen. Aber schauen wir mal. Also wieder mit den Sprints ärgert mich selbst. Ich habe alles durchgelesen. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss es nur auch umsetzen. Das ist das Einzige, was tatsächlich fehlt. Ist so ein bisschen wie ein Tennisspieler, der momentan jedem Spiel 12 Doppelfehler macht, so fühle ich mich. Und dann irgendwann schlägt er 17 Asse und macht gar keinen Doppelfehler in den Spielen und dann läuft es auch wieder, dann ist es aus dem Kopf raus. Aber momentan bin ich da blockiert. Ich glaube, ich muss zum Psychologen gehen. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das im kölschen Dialekt erzählt habe. Und Marvin Keil ist Top-Favorit. Also, wir probieren es doch mal. Wir probieren es mal mit Marvin Keil. Vielleicht hängen wir Wildinger hinten dran. Oh, Bergwertung gefällt mir. Erster, zweiter, dritter, sechster. Ach stimmt, weil wir Tempo gemacht haben. Wir haben wahrscheinlich die Bergwertung unterwegs gewonnen. Sieht generell ganz gut aus von den Wertungen. So, dann wieder Rajovic zu Wildinger. Das hat ja eben schon super funktioniert. Dann kriegt Marvin Keil wieder den Kommissarek an die Seite. Natürlich, wie gesagt, er ist nicht ganz frisch, das sieht man. Wüst kümmert sich um Höhle, ist natürlich auch sowas, wo man trotzdem mal schauen kann, wie die da über den Berg kommen. Und Dylan Page, Steffen Wesemann machen vorne mal Tempo. Schauen, ob auch alle schön brav vorne fahren. Marvin Keil, den ich sehr, sehr loben muss für die tolle Führungsarbeit am Berg unten. Das war echt super Teamplay, so stelle ich mir das beim Sprint auch vor. Rajovic im roten Trikot, auch sehr schön. Und der setzt sich jetzt wahrscheinlich vor das blaue Trikot von Wildinger. Also bunte Farben. Da sehen wir das grüne Trikot von Nikias Arndt.
Mal schauen. Na, die Sprintwertung ist zu weit weg. Da werden wahrscheinlich schon ein paar Ausreißer weg sein. So, Leon Höhle sollte ein Stück weiter nach vorne, bitte. Ist ja hier nicht so das ganz große Problem. So. Ich würde so gerne dritte Saison mit diesem Team fahren, aber ich habe halt echt Bedenken, dass wir unsere Fahrer halten können. Das wird wahrscheinlich so ein richtiger Dämpfer werden, wenn dann Fahrer wie Höhle, Keil zu größeren Pro-Tour-Teams, World-Tour-Teams wechseln. Das wird so bitter werden. Und wie gesagt, dann habe ich auch keine Lust mehr. Ich will da nicht mit... Dann lassen wir den Radsportmanager wirklich erstmal weg und machen wir vielleicht was anderes. Aber jetzt erfreuen wir uns erst nochmal an der Saison und an den wirklich vielen Erfolgen. Und wir sind King of the Hill. Nee, King of the Mountain. Das ist sogar noch eine Steigerung. Die Serie fand ich immer so langweilig, King of the Hill. Weiß auch nicht. Momentan ja, wie gesagt, hat es auch schon mal in die Kommentare, stand auch schon mal in den Kommentaren Bob's Burger. Ist wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache, aber da kann ich gut bei einschlafen. Habe allerdings Probleme, mal eine Folge durchzustehen, weil ich immer sehr, sehr müde ins Bett falle. Weil wenn ich Zeit habe, nehme ich auf. Wenn ich keine Zeit habe, bin ich unterwegs, entweder auf der Arbeit oder sonst. Also es gibt eigentlich nie mal Phasen, wo ich hier sitze und einfach mal ein Buch lese. Passiert eigentlich relativ selten in letzter Zeit. So richtig entspannen. Ortaca. Klingt nach einem Wal. So, dann Steppen Wieseman. Drink the water, the Wasserman. Stimmt, wir haben ihn ja Steffen Wassermann inzwischen genannt. Sprintwertung habe ich vergessen. Nee, Quatsch, aber es sind ja vier Ausreißer vorne weg. Da wird es keine Punkte mehr gegeben haben für uns. Und wenn doch, dann beiß ich mir jetzt in den Arsch. Nee, gut, hatte ich vollkommen recht, ohne es zu wissen. Die Taktik für den Schluss, ja. Mit Marvin Keil attackieren und Wildinger hinten dranhängen eigentlich. Das ist eigentlich meine Taktik. Und dann zu zweit versuchen, die Etappe zu gewinnen. Jetzt mal auf die Tagesform gespannt. Bei Marvin Keil zeigt der Fall nach unten. Wie gesagt, er ist nicht ganz frisch. Das könnte zum Problem werden. Wildinger hat wieder einen Fall nach oben. Leon Höhle. Hoffentlich keine plus 5. Ah, wie ärgerlich. Es ist immer noch ärgerlich. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Folge jetzt geht. Aber ich breche jetzt nicht mitten in der Etappe ab. Ich wollte die 3 auf jeden Fall jetzt machen. Dann vielleicht die Türkei-Rundfahrt in der nächsten Folge auch schon abschließen, dass wir es nicht allzu lange in die Länge ziehen, weil so eine, wenn wir da jetzt 5 Tage in der Türkei-Rundfahrt festhängen, das wird ja dann auch nervig. Wildinger hat die plus 5, Marvin Keil die minus 3. Okay, es hat sich erübrigt. Es hat sich tatsächlich gerade erübrigt. Gleich nochmal Wasser holen, ein paar 40 Kilometer noch. Dann attackieren wir mit Wildinger am Hügel. Hat ja auch einen guten Beschleunigungswert, der Wildinger mit 70. Da könnten wir am Berg generell auch mal attackieren. Wobei das halt immer so eine Sache ist. Nur wenn man Favorit ist, sollte man auch wirklich attackieren. So, wir wollen aber natürlich auch den Sprint nicht vergessen. Weil wenn man über den Hügel dort vorne drüber ist, dann ist das Rennen ja noch nicht vorbei. Jetzt wird es auf eine minus 4 runtergehen und bei Marvin Keil auf die minus 3. Okay. Aber wie gesagt, dann ist Marvin Keil für heute raus. Für die Gesamtwertung spielt er eh keine Rolle. Und wir konzentrieren uns mal auf Wildinger und Höhle. Geht ja auch noch oft um die Punktewertung. Da vorne geht es jetzt nochmal in den Hügel rein. Es wird aber bloß gestaucht, das Feld. Das ist aber sehr weit hinten. Das gefällt mir nicht so wirklich gut. Gucken wir beide mal etwas weiter nach vorne. Da können wir auch Dylan Page und Wesemann sagen, brauchen sie da vorne nicht mehr rumrödeln. So, wie gesagt, ihr sollt nur vorne bleiben. Wildinger soll ja attackieren. Haben auch wirklich Glück mit der Tagesform hier bei der Rundfahrt. Jetzt nicht bei Marvin Keil, aber für Wildinger. Eine Minute 13 sind die da vorne noch weg. Tempo ist jetzt nicht gerade immens. Dusan Rajovic. Ein bisschen Probleme. Es dauert noch ein bisschen, oder? Ne, ist noch zu früh. Marvin Keil hat auch jetzt schon gelbe Balken. Ist jetzt schon nicht mehr optimal. So, da vorne geht's los.
Noch 13 Kilometer, ist also alles kein Thema. Auf, komm, fahr vorbei. Jetzt heißt es attackieren. Und danach geht es ja quasi nur noch bergab. Wir können das jetzt erstmal durchziehen. Danach auch mit der 85 weiterfahren. Energiegel nehmen. Da vorne ist Aramendia. Mal schauen, ob wir den überhaupt noch einholen können. Na, der sieht aber auch schon nicht mehr so frisch aus. Aber unser guter Wildinger auch nicht. Jetzt, wie gesagt, geht's bergab. Mal schauen, Leon Höhle. Wir den hier gut mit rüberbringen. Ja, sieht eigentlich noch ganz passabel aus für einen Sprinter. Wildinger ist jetzt E1 und hat ihn auch abgehängt. Gespannt, ob wir es durchziehen können. Leon Höhle. Wir fahren hier mehrgleisig, wie ihr seht. Oh, es sind noch 3 Kilometer. Ich habe es gerade falsch gelesen. Ich dachte, es wäre der letzte Kilometer. Ja, doch, das müsste sich ausgehen. So, ich gehe mal kurz auf Pause. Leon Höhle kommt hier. Okay, das sieht aber wieder mal sehr souverän aus, was Wildinger da macht vorne. Höhle, na. Okay. Ab in den Sprint. Der Abstand ist eigentlich ziemlich egal, aber wir gewinnen auf jeden Fall die Etappe sehr souverän, auch wenn Wildinger jetzt gerade ein bisschen platt ist und nicht mehr gut aussieht. Ha, jetzt habe ich es gesagt. Und dahinter müsste Leon Höhle kommen, weil die hinten auch ziemlich platt sind. Und dann gewinnen wir sogar den Sprint und holen uns das Trikot hoffentlich zurück. Da kommt Nikias Arndt, wir haben dich geschlagen. Oh, Leon Höhle ist platt. Aber wir haben es geschafft. Wenn es nicht drauf ankommt, sind wir richtig stark. Wildinger wieder sehr souverän gewonnen. Ist fast ein bisschen langweilig. Wir gewinnen ja eigentlich fast alles, bis auf die Sprints. Deswegen, dem sind wir heute mal aus dem Weg gegangen. Trotzdem interessante Etappe. Ich hoffe mal, Dusan Rajovic haben wir jetzt. Doch, Dusan Rajovic haben wir leider. Naja, ist nicht so schlimm. Fällt der leider in der Wertung ein bisschen zurück, glaube ich. Aber er hat uns am Berg geholfen, das war das Wichtigste. Und damit müssten wir... Na, wir sind nur ein Platz von Nikias Arndt. Ja, Rajovic ein Platz verloren. Ist, wie gesagt, alles halb so wild. Wildinger gewinnt wieder die Etappe. Ein Punkt hinter. Verdammt, der Drecksack. Minuten natürlich vor Jan Hirt. Die Teamwertung führen wir weiter an und das 2HC-Rennen dominieren wir. Letztes Jahr wäre das eine Sensation für uns gewesen. Dieses Jahr ist das natürlich locker machbar. Schauen natürlich wieder mal vorbei. Team Geroldsteiner auf Platz 3. CQ-Ranking auf Platz 16. Ganz dicht hinter Cofidis. Track Factory Racing ist aber auch extrem stark diese Saison. 9. Wen haben die denn alles im Team? Ist Cancellara auf jeden Fall da, natürlich. Wen haben die für den Berg? Naja, Julian Arredondo. Gut, die werden jetzt wahrscheinlich in den großen Rundfahrten noch ein bisschen zurückfallen, weil da ist jetzt kein richtiger Topfahrer dabei. Frank Schleck nur noch die 75 am Berg. Generell die Schleck-Brüder ja ein bisschen enttäuschend verlaufen, die Karriere. Hab bei früheren Radsportmanagern eigentlich häufig, war das damals schon Saxo Bank? Ich glaube, es war Saxo Bank. Auf jeden Fall das Bjarne Ries-Team habe ich immer genommen. Und dann mit Andy Schleck die Tour de France gewonnen. Auch wenn man da natürlich im Zeitfahren nicht besonders gut war. Man hat ja relativ schnell auch Jugendarbeit machen können. Und dann hatte ich auch irgendwann einen Fahrer, der Andy Schleck schlagen konnte. Wird jetzt hier als flach tituliert. Ist aber jetzt schon hügelig. Mal schauen, ob da vielleicht was mit Leon Höhle drin ist, dass wir da vielleicht mal einen Sprint gewinnen. Sehen wir allerdings erst in der nächsten Folge des Radsportmanagers. Bis dann.